So, hallo, wir machen weiter. Bei Things, allerdings, das reimt sich, das war nicht beabsichtigt, müssen wir jetzt erstmal was anderes öffnen. Und ich habe gerade ein bisschen gekämpft, bis es geklappt hat. Ich musste nämlich eine neue ROM runterladen für Yoshi's Island. Das ist ja kein Super Mario World Patch, den man da braucht, sondern man braucht halt die Original-ROM von Yoshi's Island, wenn man Things 2 öffnen möchte. Und ich hoffe, jetzt funktioniert es. So, lass mich mal gucken. Ich habe jetzt hier irgendwo... Da. Ist das das? Kann ich das da? Ist das... Das ist jetzt eine SFC-Datei. Kann ich das öffnen? Let's try it. Ja. Das sieht doch nach was aus. So, jetzt müssen wir irgendwie nach einem Code Ausschau halten. Oder bin ich jetzt im Original gelandet? Ist das jetzt gepatcht? Ist das jetzt... Ja, okay, doch. Das sieht gepatcht aus. Boonies Island.smc. Jetzt habe ich aber vergessen. Nee, ich glaube, es hieß nicht, es war nichts Spezielles, ne? Es hieß einfach irgendwie, man findet in dieser ROM findet man den Code oder so. Irgendwie so war das doch. Was ist das laut? Einen Moment. Es ist schon wieder dieses typische. Ja, so ist besser. Ich bin viel zu laut, Ding. Gibt's hier irgendwie eine versteckte Dings? Irgendwas? Sieht bisher nicht so aus, ne? Lass mal da reingehen. During the events of things.smc, Yoshi and his friends became afraid of Boon's wrath. They know he is coming and they must find a way to escape the island before it's late. There are some ships at the other end of the island. Okay. This island. Ich will das jetzt aber nicht spielen. Ich. Wow. Ja. Ach, was muss ich denn Ausschau halten? Also nach was muss ich denn Ausschau halten? Ja, nach da schon mal nicht. Bin überfragt. Aber das... Wow. Aber das erinnert mich gleich wieder, wie genial Yoshi's Island einfach war. Also, das ist schon ein cooles Spiel. Also, das hier weiß ich nicht, ob das hier cool ist. Aber Yoshi's Island selbst war schon cool. No, hier drauf. Dann hier rüber und dann hier drauf. Okay, den nehmen wir mit. Zack, zack. No. Oh, oh. Krieg ich den? Ja, den kriege ich. Und dann da rüber. Oh, boy. Okay, nee, aber es muss ja irgendwie... Lass mich nochmal in Things reingehen. Ja, ja. Das ist wieder so. Ey, diese Lautstärke, ne? So, das da. Okay. So, das haben wir jetzt gemacht. Ich würde gerne... Ich glaube, so geht's am schnellsten. Ich würde gerne zu der Höhle gehen und nochmal gucken, was genau da stand. Also, was ich genau jetzt gucken muss. So. So. Was genau willst du hier von mir? The secret you're looking for is in things. At the end of any person.
Bei mir hat jemand gesagt, ich muss es nicht spielen. Mir hat jemand gesagt, ich müsste es nicht spielen und es würde relativ bald kommen. Wie finde ich denn das jetzt so schnell raus? Ja, gut. Wer hatte das denn geschrieben? War das ein YouTube-Kommentar? Lass mich mal ganz kurz YouTube-Kommentare durchsuchen. YouTube-Studio. Und Kommentare. Da, genau. Markus hat das geschrieben vor 2 Wochen. Der Code bei Things.smt2 erscheint tatsächlich im Intro. Oh. Vielleicht ist das dann das erste. Also das ist dann entweder das, was ich vorhin geskippt habe, weil ich dachte, das ist das Intro von Nintendo. Oh, das könnte. Okay. Let's look. Let's look again. Also. Ah, jetzt muss ich das wieder hier leiser machen. Dann müssen wir uns jetzt dieses Intro mal angucken. Vielleicht ist das doch. Also ich dachte halt, das ist das typische Nintendo-Intro und das ist einfach nicht editiert worden. Aber vielleicht passiert hier ja tatsächlich was. Weil so klingt's halt normal. Ne? About Baby Mario and Yoshi. Das ist halt das normale Intro. Glaube ich zumindest. Ja, jetzt kommt Kamek. Ich glaube nicht, dass dieses Intro gemeint ist. Ich glaube, wir müssen das erste Level spielen, aber ich bin mir nicht sicher. Weil das ist ja auch eine Art Intro irgendwie. Wait. Wait. Ich muss kurz was kontrollieren. Moment, haben wir gleich. Ist das das gleiche Bild? Okay, ich habe nichts gesagt. Ich war irritiert von den Buchstaben auf der Karte, aber die sind in echt auch, okay. Dachte, vielleicht ist da schon ein Code oder so, aber nee. Nee, das ist das ganz normale Intro. Hier ist nichts mehr. Oha, wann habe ich denn A gedrückt? Hilfe.
Ist nichts verändert. Wahrscheinlich gerade eben, ne? Habe ich gerade eben? Wann habe ich denn A gedrückt? Aber es wäre mir eher aufge... Wann habe ich denn A gedrückt? Ich muss bei OBS, ich muss den Shortcut wieder rausnehmen. Dass ich mit A das hier auslöse. Das muss ich wieder rausnehmen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas mit einem Code kommt. Ich glaube, ich muss das erste Level spielen. Ja. Weil da ist kein Code hier. Also hier wüsste ich nicht. Ich kann das mal weiter drehen lassen und gucken, ob da ein Code auftaucht, aber glaube ich nicht. Nee, also ich denke, wir müssen zumindest den Anfang spielen. Ich sehe hier, also hier sehe ich halt auch nichts mit einem Code. Naja. Hier, das haben wir vorhin gelesen. Da kam nichts mit einem Code. Ziemlich sicher nicht. Ja, jetzt haut er ab. Okay. Ja, dann ist das Intro. Ja, dann ist das halt das Intro. Dann muss ich das Intro spielen. Oh, man darf ja auch nicht seitlich berühren. Okay. Gut zu wissen. Ja, das können wir jetzt ja dann wie ein Level halt in Dings sehen. So, wir müssen es halt spielen. Oh, das war nicht gut. Da war ich vorhin schon weiter. So, zack. Es ging nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Der hat nicht mehr reagiert. Weiß nicht warum. Irgendwie geht der Flatter. Gerade eben ging das doch. Habe ich das denn vorn gemacht? Gerade eben ging das doch. Jetzt geht's wieder. Oh. Ah, Mist. Na gut, wir spielen mal das Intro und gucken mal, was danach passiert. Immerhin haben wir schon mal den Kommentar, dass es im Intro ist. Also das ist ja schon mal eine große, große Hilfe. Ach komm. Vor allem dafür, dass ich vorhin weiter war, ist das jetzt echt wieder doof. Na gut. Okay. Okay. Dann kann ich jetzt mal ein State setzen, wenn ich da oben drauf lande. Jawohl. Und hier sind wir vorhin nicht drüber gekommen. Ja, so viel dazu. Oh Mist. Okay. Ja, da kommt man schon easy. Oh mein Gott, dass man seitlich in die Dinger reinrasselt, ist so doof. Aber gehört sicherlich zur Schwierigkeit dazu. Ach komm. Ach komm. Ach komm. So. Oh, das war das Intro. Das war das Intro, ja. Aber ich habe jetzt nichts von dem Code mitbekommen. Ich meine, in der ROM selbst sagt es ja was von Any Person. Ne? Man muss Any Person schaffen. Basic Tag.
Okay, da hätte ich jetzt hinpfeffern müssen. Aber, boah, nicht zu wissen, wo dieses Passwort sein soll, ist schon komisch. Weil jetzt weiß ich halt nicht, spiele ich das jetzt... Also ist es jetzt richtig, dass ich das hier spiele? Oder bin ich schon drüber und hätte das schon mitbekommen können, das Passwort? Und bin halt einfach nur dumm. Oh je. Nein! Aber was meinte Markus mit, es ist im Intro? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay. Vielleicht hätte ich da mal nachfragen. Wait, das ist das Ziel? Never. Welcome to one of the bonus areas. You can go back in the hype to return to the normal level. If you grab all the coins, stars and flowers on all the levels, you can unlock the final secret 2 ending level. Nee, will ich nicht. Tschüss. Also wenn das das Level ist, okay. Ja, vielleicht geht es dann ja schnell mit States. Keine Ahnung. Es hat ja nur 10 Exits, ne? Es ist ja any per... Also any... Wann ist any percent? Also, at the end of any percent. Hat sie da in der ROM... Also, hätte ich jetzt den Kommentar von Markus nicht, dann würde ich jetzt halt wahrscheinlich versuchen, hier any percent zu schaffen. Also, durchspielen. Ja, let's go. Ist es ja auch nicht so schwierig. Also mit States müsste das jetzt eigentlich sogar ganz gut machbar sein. Mal gucken. Ach. Wait, wie soll ich jetzt, also... Oh, muss man dann so und dann hier drüben... Oh, muss man das so machen? Was das... Ja, so nicht. What the heck? Mist. Also wenn die halt noch kürzer sind, die Level, als die SMB-Level, na, dann sollte das schon hinzukriegen sein. Oh, ich bin so dumm. Gibt's doch nicht. Nein, krieg ich den jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, habe ich es jetzt schon wieder versaut? Nee, okay, geht noch. Ach nee, ich bin blöd, ich hab's verstanden. Ich bin richtig doof. Ich bin richtig doof. Ich bin richtig doof. Ich muss den hier drauf lassen. Der darf nicht abhauen. So, ja, lol. Ja, das ist jetzt schon schwierig, ne? Oh, shit. Ah, was muss ich denn... Ah, nee, ja, ich... Oh, doch, ich check's. Ich check's. Ich muss die... Du darfst nicht runterfallen. Nein, du darfst... Oh. So. Und du darfst auch nicht runterfallen und dich muss ich essen und dann darüber spucken und dann da drauf springen. Und dann haben wir das schon wieder. Und dann haben wir das schon wieder. Okay, das sind wirklich sehr, sehr kurze Level. Okay, 10 Stück davon. Naja, das geht dann ja eigentlich ganz fit. Also wenn die in der Länge bleiben, kriegen wir das ja wirklich hin in einem Part. So. Dankeschön. Okay. Aber ich verstehe dann trotzdem nicht, was Markus denn meinte mit, es kommt im Intro. Habe ich es verpasst und spiele jetzt hier Blödsinn? Also muss ich das jetzt spielen oder nicht?
Hätte ich den Kommentar nicht gelesen, würde ich das jetzt wahrscheinlich spielen. Also, wir spielen es mal durch. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Sniper Peak. Okay, das war zu hoch. Ah, I see, I see. Aber darunter konnte man, da war irgendwas. Ach so, ah, ich muss den mitnehmen, okay. Und dann kann ich doch auf dem Stein stehen bleiben. Ja, klar, ich kann ihn mitnehmen, so. Dann kann ich den pfeffern. Ja, gut gepfeffert. Okay. Kann ich den nicht einfach essen und dann als Ei verschießen? Das wäre vielleicht leichter. Aber ey, wenn ich das so spiele, ne, da kriege ich richtig Lust auf Yoshi Islands Hacks. Die sind bestimmt auch voll gut. Aber ich kann halt nicht alles spielen. So, Ei. Na, das ist halt das Ding. Ich kann halt einfach nicht alles spielen. Ey, wieso ich kann nicht schießen? Habe ich die falsche Taste? Okay, ich muss das nochmal raus, wie man schießt. Wait a moment. Ach, die Taste. Ups. Yes. No. Bin runtergefallen. Aber das war gar nicht so verkehrt. Okay, das geht auch so. Das geht auch so. Okay, alles klar. Das geht auch so. Oh, Yoshi Island Hacks wären, glaube ich, echt eine coole Sache. Aber wie gesagt, ich. Jetzt hiernach kommt erstmal Kirby und dann gibt's ja. Oh, shit. Und dann gibt's ja auch noch Dings. Den SMW Central. Ich glaube, der 11. Contest oder welches war, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, irgendeiner. Irgendeiner war es. Mensch, ich bin zu blöd dafür. Das gibt's doch nicht. Bitte geht doch. So. Und da ist schon wieder das Ziel. Okay. Sehr nice. Ja, also in dem Tempo kann das gerne hier weitergehen. Wenn Any Percent wirklich nur ist, spiel die paar Level hier durch. Kriegen wir das hin. Okay, kommt jetzt ein Boss oder ist es einfach nur das Boss-Level? Weil es halt auf der Karte so ist. Boons Yoshi Murder Dungeon, what the heck? Ich muss den mitnehmen. Machen wir es mal ein Ei draus. Ah, ich muss den auch schießen. Scheiße. Scheiße. Mann. Hä, wohin schießt der denn? Ah, so, geht doch. Okay. Der fährt eine Runde. Okay. Die Viecher kommen auch vor, sehr interessant. Aber dann kann ich ja mit dem mitfahren wahrscheinlich, ne? Genau. Oh, shit. Okay, da bin ich da reingerasselt. Okay, dann muss ich da ein bisschen aufpassen. Jetzt den abschießen erstmal hier. Scheiße. Bisschen zurück. Zack. Treffer versenkt. Okay. So, jetzt hüpfen wir. Oh, ich kann das Ei wieder mitnehmen. Oh, das ist sicherlich gar nicht so verkehrt, dass ich das wieder bekomme. Scheiße.
Vielleicht muss ich das mir sogar wiederholen. Okay, und hier weiter. Und hier ist das Ziel. Okay, nice. Jetzt würde mich interessieren, ob hier der Boss wäre. Ja, also, ah, wow, dann ist sogar mit Mario und Stuff. Ich meine, das ist, haben wir ja verstanden, das ist für die Extra-Challenge. Kann man das spielen. Und die sollen extra schwer sein, die Level. Ups. Ah, mein Gott, ich bin so blöd. Es macht auch Spaß. Oh, das ist jetzt schlecht. Oh, das ist jetzt schlecht. Muss bestimmt der Baby Mario bleiben, den Level über. Ja, weil dann die Dinger weg sind. Fuck. Okay, geht's jetzt noch da irgendwie? Na, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. So, jetzt. Nein, ich muss auf diese. Ah, jetzt habe ich den Weg verstanden. Mit dem Stern aktiviere ich den ja nochmal, ne? Und dann. Ah! Mann! Eigentlich müsste ich das gerade gar nicht spielen. Ich mach das nur, weil ich es will. Genau, und dann. Nein, dann gibt es hier den nächsten. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und ja, hallo? Ach, muss ich jetzt warten? Kann ich mit dem Baby da nicht durchspringen? Ah, dann muss ich mit Yoshi dann warten. Okay. Ja, und so schließt man dann alles ab. Auch ganz... Also, auch ganz cool eigentlich. Haben wir jetzt nicht gebraucht, ne? Keine Frage, weil Any Person reicht. Aber mit States auf jeden Fall macht's schon Spaß. Hätte ich jetzt so schnell ohne States natürlich nicht geschafft, um Gottes Willen. Aber so für so kurz mal eben mit States das Ding durchspielen, das ist ganz witzig. Donut Frenzy. So, was hast du mir zu sagen? Okay, short and dangerous route to get off the island faster. Ah, weiß ich nicht. Oh, okay, hi. Da werden wir gleich drauf zurückkommen. Vielleicht. Aber ich habe nichts zum Schießen. Da oben. Komme ich an den irgendwie ran, an den Dude? Oh mein Gott. Oh, wait, ist das ein Code? Ist das ein Code? Nee, da steht Karl. Okay, nein, da steht Karl. Wobei Karl auch der Code sein könnte. Ich notiere mir mal Karl. What the heck? Wait, das könnte halt wirklich der Code sein. Ich meine, ich habe ja alle Buchstaben zur Verfügung. Wir probieren das jetzt gleich aus. Ich habe ja hier States, ich kann hier den State setzen, zack. Und wir gehen in Dings rein. Wir gehen in Dings rein. Dings. Es heißt ja sogar, wir gehen in Dings rein. Es passt sogar, oh, mir ist der Name nicht eingefallen, aber wenn ich in Dings sage, passt es ja. Oh mein Gott. Das fällt mir in Part 70 auf. Chillig. So. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ich habe nicht gespeichert. Okay, haben wir gleich. Jetzt muss ich wieder da hoch zu der Höhle. Da muss ich aber in der Höhle in den State setzen. Dass ich da immer wieder hinkomme, schneller. Aber Karl, ich meine, warum nicht? Sind 4 Buchstaben? Nö. Warum nicht?
So, C würde bedeuten X. A wäre B. R wäre nach links und L wäre B. Schade. So, nochmal. Nee, wait, das hier ist X. X, A, R, L. Okay, nein, das ist es nicht. Schade. Gut, hätte mich aber auch gewundert. Weil wir sind ja auch offiziell noch nicht bei Any Percent. Ne? Also, Any Percent müsste ja wirklich das Spiel dann beendet sein. Okay, hier in State setzen, habe ich gesagt. Moment. So. Okay, zurück nach Yoshi. Zurück nach Yoshi's Island. So. So schnell wechselt man ein Spiel. Oh mein Gott. Ich verstehe diese Soundeinstellung nicht. Wieso kapiert der? Also, wieso. Ist das, weil ich Synchronize with Soundcore anhabe oder was ist mein Problem? Hab's jetzt mal ausgemacht, Synchronize with Soundcore. Aber mehr wie das war da oben nicht, ne? Also. Komme ich an den nicht mehr ran, das gibt's doch nicht. Und jetzt ist die Codierung plötzlich überlastet. Okay, ich mache Synchronize with Soundcore wieder an. Was auch immer das bedeutet. Jetzt ist es wieder. So. Jetzt komme ich an den Typen nicht mehr ran. Ich will auf jeden Fall den als Ei mitnehmen. Oh, wait, ich glaube, aber ich muss auch. Ich glaube, wenn ich den mitnehme, muss ich dann auch. Ja, wobei es könnte noch funktionieren. Weil dieses Ding ja runterfährt. Ich glaube, ich muss mit dem. Muss mit dem dann weiter. Okay, das passt aber easy. Was machen wir jetzt hier? Okay. Okay, das kriegen wir hin. Scheiße. Dann machen wir es über Eier. Gott, easy. Wo kann ich noch springen? Ich falle. Okay. Ich will kurz springen vorher. Danke. So. Was? Wo bin ich denn jetzt gerasselt? Ach, da. Beim Hochspringen bin ich da, okay. Okay, hier kann ich stayen. Das ist deutlich leichter als Things. Aber wahrscheinlich ist es auch ziemlich schwierig, einen ordentlichen Kaizo. Mann! Ich meine, gut, ich lade die ganze Zeit den State, ne? Aber. Ich meine, wenn ich mir jetzt halt vorstelle, das kann man, denke ich, schon nach einer Weile ein bisschen besser spielen. Mann! Ich bin jetzt halt auch ungeduldig, weil ich will ja eigentlich nicht Yoshi's Island spielen. Scheiße. Aber da sind wir das Ziel. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, das regt mich auf, dass ich dagegen immer rassel. Jetzt. Nein! Jetzt aber. Komm. Komm schon, Flatterflug drauf. Yes. Es geht doch. So. Wollen wir mal da wieder reingucken und schauen, was es wäre? Jetzt interessiert es mich. Jetzt bin ich heiß auf die Mini-Dinger hier. Oh, das ist mit einer Shell. Okay, das wird nix.
Ja, nee. Okay, Shellchumps mit in Yoshi's Island. Ich meine, aber klar, warum sollte es die hier nicht geben? Ne? Dann nimmt man den hier. Ja, nee, okay, alles klar. Tschüss. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann ich dann drauf verzichten. Dankeschön. Puh. Da kann ich drauf verzichten. Eieiei. So. Let's go. Stilted Heights. Hier ist doch wieder irgendein Secret hier drin. Mit, du gehst kaputt. Bin ich jetzt dagegen das Ding gerasselt? Ach, komm schon. Ja, ich habe schon verstanden, was ich tun muss. Das hat nur noch nicht funktioniert. Mist. Yes. Und jetzt, nein! War so gut. Hoch. Und dann den mitnehmen. Ich muss den Safe mitnehmen. Wie nehme ich den? Ja, jetzt so. Genau, genau. Okay, nice. Und das ist schön, das Ziel. Aber ich will mal wieder da reingucken. Ich will mal wieder da reingucken. Was er sich diesmal ausgedacht hat. Oh, mit dem Maulwurf. Okay. Ah, nee, ist das Auto. Okay, what the heck? Lol. Dann ist es jetzt einfach ein Parcours und am Ende von dem Parcours sind wahrscheinlich die ganzen Dinger. Sick. Ach nee, es sind mehrere Parcours. Okay. Es sind mehrere Parcours. Ah, verstanden. Das war gerade wieder Tutorial. Ja, das ist ja witzig. Oh, ich darf nicht auf die Dinger drauf, oder was? Yikes. Okay, dann muss ich sozusagen so und dann hier... Okay. Das ist witzig, dass das geht mit dem Auto. Nee, das fährt hoch. Oh nee! Nee! Das ist nicht wahr. Das ist... so knapp. Du willst mich verarschen. Ich schaff's nicht mehr von hier aus, ne? Ich schaff's von hier aus nicht mehr. Kann er noch so schnell hoch? Boah, ist das krass. Okay, aber... Ach so, ah, ich darf aber noch... Ah, ich darf's ja wieder einsammeln. Okay, das heißt aber, ich muss jetzt einfach durch, ohne die ganzen Dinger einzusammeln vorher. Das heißt, ich kann ja direkt hier runter zum Beispiel. Was ja dann ist deutlich schneller macht. Also ich musste gar nicht alles am Stück schaffen. Okay. Ja, dann haben wir es jetzt. Ups. Na, sag mal. Doch da gerade auch hochgekommen. No! Wie habe ich das jetzt wieder gemacht?
Sag mal. Boah, aber wenn ich das so sehe, dann will ich die anderen Bonusräume jetzt auch spielen. Ganz ehrlich. Dann will ich die anderen Bonusräume jetzt auch noch spielen. Die sind bestimmt witzig. Vor allem, wenn es die ganzen anderen Dinger sind. Die ganzen anderen Fahrzeuge und so Zeug, ne? Das ist doch bestimmt übelst witzig. Nein! Mann! Ich hab doch schon alle Sterne, was willst du? Cool! Ja, dann müssen wir gleich nochmal in die anderen Bonusräume zurückgehen, würde ich sagen. Mit States geht das ja klar, also. Mit States geht das ja voll klar. Okay, lass mich nochmal kurz gucken. Wo haben wir jetzt noch nicht? Da haben wir. Okay, I'm sorry, guys. I'm sorry. Ich will die jetzt sehen, die Räume. Ach nee, warte. Da war ja das mit dem Shell. Nee, die kriege ich ja eh nicht hin. Nein, dann nein. Das mit dem Shell schaffe ich ja eh nicht. Das mit dem Shell sah schon böse aus. Ich glaube, dafür muss man ein bisschen trainiert sein, was das angeht. Jux! Okay. No! 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 Mann, ich treff nicht. Yo, nicht hier. Wobei, kann ich den... Warte mal, was ist, wenn ich in die andere Richtung rolle? Ist da was? Oh mein Gott, nicht, dass hier wieder so ein... Wait, aber wie komme ich... Oh mein Gott, ich verstehe es. Aber den kann ich... Also den kann ich nur mit dem Ball... Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Oh... Ne, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss den hier rüberrollen. Dann muss ich damit dahin. Uff. Ja, genau so. Dann nehme ich den und jetzt rolle ich das Fragezeichen auf. So. Okay. Okay, das führt zu einer Tür. Was bist du? Tri. Scheiße, ich glaube... Oh Gott, hätte ich in anderen Leveln jetzt schon was finden müssen? Oder die Frage ist halt, ist das jetzt einfach nur wieder so, hey, man baut hier verschiedene Creator ein. Ich meine, klar, Karl ist wahrscheinlich Carl Sagan oder so. Tri weiß ich gerade nicht, wer das sein könnte. Ich schreibe aber mal alles auf. Karl, Tri. Aber ich komme ja auch nicht mehr raus. Das ist ja chillig. Aber die Frage ist jetzt, wo hätte es noch solche Secrets gegeben? Oh Gott. Aber ich glaube auch nicht, also, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir spielen jetzt halt, ich muss mich nach wie vor einfach dran halten, einmal jetzt durchzuspielen, bis die Credits kommen. Dann haben wir nämlich Any Person und wenn ich dann keinen brauchbaren Code sehe, habe ich halt ein Problem. So ist jetzt im Moment erstmal die Lage. Okay, das ging doch schon mal ganz gut. Du kommst mit. Okay, da muss ich den hier hinpfeffern. Okay, interessant. Okay, das funktioniert sogar. Nice. Der fährt hoch. Okay. Ah, scheiße. Okay. Wow. Ah, du gehst darum. Sag das doch. Weiß ich doch nicht, wohin du gehst. Wait, ist das... Das ist jetzt wieder das Bonus-Ding, ne? Oh, wieder Castlevania. Okay, aber das sieht wieder nach einem coolen Bonus-Ding aus. Wir probieren das aus.
Oh shit. No! Boah, Junge! Scheiße. Nein! Nein, getroffen! Nee. Nein, ich hab dich getroffen! Den habe ich getroffen, ne? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, nice. Oh, es ist cool. Oh, da würde mich, würde es mich echt reizen, dieses Shelding trotzdem hinzukriegen. Aber das sah echt schwierig aus, für wenn man es nicht kann. Aber vielleicht kriege ich es ja mit States hin. Vielleicht kriege ich es ja mit States hin. Ja, lasst uns erstmal zu Ende spielen, dann können wir es uns immer noch überlegen. Lasst uns erstmal zu Ende spielen. Das ist echt cool gemacht. So, das wäre jetzt nämlich dann das letzte Level hier, ne? Schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. Boons Ultimate Minion. Oh Gott. Nee, ich glaube, da muss ich erst. Ich glaube, ich muss erst in die andere Richtung gehen. Ah, hier ist nämlich Dings. Mhm. Oh boy. So, jetzt ist der nämlich gedreht. Jetzt kann ich nämlich darüber. Okay, verstanden. Ist der nämlich so rum und jetzt kann ich da in Ruhe drauf. So. Muss ich den drehen, genau. Jetzt kann ich einfach da drauf und dann kann ich hier wieder chillen. Sehr schön. Ich glaube, ich hätte ein bisschen eher. Oh nee, es passt sogar. Oh, ich muss den mitnehmen. Ich bin doof. Hab ihn. Oh, da muss ich. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen Okay, Moment. Ach nee, die ist ja die Taste. Ah, scheiße, das ist ein schlechter State. Ich muss da unten, muss ich drücken. Genau, genau. Ich kann ja flattern und Dings machen. Komm schon. Ah, schade. Na, aber ich kann ja eben flattern und den Ding auslösen. Das ist das, was ich gebraucht habe. Nein, ich habe aufgebrochen. Scheiße, das hätte funktioniert, okay. Nein. Was mache ich denn? So ist es gut, so ist es gut. Ah! Nee. Nee. Nach oben. Ja. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich schieße, muss ich den Sprung kurz loslassen. Das ist ein bisschen problematisch. Dann kann ich das irgendwie verhindern. Yes! Nein!
Ja, okay, noch flatter ich. Komm schon. Yes. Chillig. Okay. Und jetzt kommt der Boss. Ultimate Minion upon the Island. Okay. Wait. Muss ich jetzt hier rein oder was oder wie oder wo? Ach nee, der Bosskampf ist wahrscheinlich optional. Bruder. Okay, kann ich das überhaupt? Also habe ich die Technik dafür drauf? Oh, ich muss das ja sofort immer hinkriegen. Es wird mich schon reizen. Weil gerade die Physik von den Dingern ist halt ziemlich cool. Ja, genau, das habe ich schon gedacht, dass die jetzt nämlich mich in alle Richtungen jieten. Und ich dann. Ah, ich muss einfach gegenlaufen. Oder so ähnlich. Bruder. Okay. Wo auch immer ich bin. Okay, ich bin richtig. Ah! Yes! Und jetzt brauche ich den wieder. Okay. Chillig. Bisschen schwächer. Okay. Jetzt schnell. Der geht hoch. Der geht hoch. Wie mache ich das denn? Ah! Okay, ich fahre mit dem wirklich hoch. Und dann erst rüber. Wenn er runterfällt. Dann gehe ich da rüber und dann muss ich mich da wieder ducken. Und da muss ich mich auch wieder ducken. Und dann einfach absteigen. Okay. Hat gut funktioniert. Jo, das ohne States am Stück. Uiuiui. Ne? Oh shit. Jetzt muss ich absteigen. Habe ich die mitgenommen? Ja. Oh, ich darf nicht. Oh, ich muss schießen. Aber ich darf nicht hoch. Okay. Ich habe ihn erwischt, aber ich komme nicht weiter. Oh boy, das wird nochmal ein interessanter. Das wird nochmal ein interessanter Sprung. Oh, das wird nochmal. Oh, der wird nochmal richtig fies hier. Ja, jetzt hätte ich halt die Blume mitnehmen müssen noch. Okay, uiuiui. Ah, beides auf Anhieb wird interessant. Scheiße, ich kann entweder schießen oder den Flatterflug machen. Ich muss beides hinkriegen. Ja, das ist der Punkt. Ich kann entweder flattern oder schießen. Muss ich irgendwie anders machen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich's. Ja. Ja, jetzt habe ich's. Okay. Jetzt kann ich flattern und schießen. Nice. Scheiße. Okay, jetzt konnte ich nur nicht mehr safen. Gut. Ah, ist das nice. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir Any Percent. Glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir Any Percent. Mal gucken, was passiert. Also mal davon abgesehen, dass ich den auch noch hier mitgenommen habe, ne? Aber ja. So.
Boss, okay. Hier ist dann Finale. I see. Green Yoshi's Last Stand. Okay, ich verstehe. Hier irgendwie ein Secret irgendwo? Kann ich da nach hinten? Nicht so aus, ne? Nee, okay. Soll ich einfach fallen? Ja, gut. Ich wollte schon sagen, da ist eine Messagebox in der Luft, aber nein, das passt schon. This is the fate of the Yoshi's population is now in the hands of Queen Yoshi. Let's hope he comes out. Okay, war nur Gelaber. Kein Code versteckt. Okay. Das ist der coole Eigen. Oh, ja, moin. Okay, es ist der ganz normale. Wie man ihn eigentlich kennt und liebt. Die Frage ist nur, kriege ich meine Eier wieder, wenn ich jetzt... Oder muss ich jetzt mit den Eiern, die ich habe, das hinkriegen? Das wäre dann nicht so cool. Muss ich das mit den Eiern, die hier zur Verfügung sind, hinkriegen? Oder kriege ich mehr Eier? Sonst muss ich die halt immer wieder fangen. Wie man das so kennt. Aber das wird mit dem Kollegen, wenn ich so wieder rumhasselt, schwierig. Ja, der geht auch gezielt auf mich. Der ist jetzt, also der rennt nicht einfach hin und her, der geht gezielt immer auf mich. Schwierig. Jo! Nee, aber die Eier kommen auch nicht wieder. Also ich glaube nicht, hä? Ich dachte so, wenn ich die in die Decke schieße, oder dass man die dann... Nee, also... Anders als im Original kommen die nicht wieder. Ah, okay, doch, die kommen hier wieder. Okay, alles klar. Gut, ich krieg Eier wieder. Alles gut, ist in Ordnung. Ja, dann kriegen wir das auch hin. So. Jawohl. Ja, okay, dann ist das ja easy. Jetzt habe ich ihn erwischt, das wollte ich überhaupt nicht. Oh shit! Weg mit dir! Sehr schön. Ah nee, jetzt habe ich ihn zweimal getroffen. So ein Quatsch. Mann, ich will das Ding in der Mitte treffen. Scheiße. Ich will das ohne Stage schaffen. Den will ich ohne Stage schaffen. Der ist voll machbar. Der ist voll machbar ohne Stages. Den will ich auch ohne Stages schaffen. Oh shit, oh shit, oh shit. So. Nein! Weg! So, hier drüben können wir jetzt eigentlich Feierabend machen. Nein, 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 weg mit dir. Scheiße, ich treffe mich. Das war knapp. Sehr gut. Okay. Komm hier rüber. Und das war's mit dir. Ah, shit, war's noch nicht. Hab nichts gesagt.
Nein, ich hab verfehlt. Ach, leck mich doch. Yes. Nice. Okay. Okay. Da, 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 di, 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 di. Na gut, hier kann ich keine 100% bekommen. And das ist jetzt aber der Code. Das ist jetzt ja hier, ne, Dings. Das ist jetzt ja, das ist jetzt ja, sag schnell. Any person. Thanks to the sacrifice Queen Yoshi made by staying on the island, Daddy Yoshi is able to return. Moon comes and kills everything that is left on the island. Yoshi is. Can he still find a way off the island? Passcode. Remember this. Passcode to unlock something secret and define the things by NC. Legendary. Okay. Also, man musste doch komplett durchspielen. Okay. The faster you alerted all the other Yoshis to get off the island, the more you saved. How fast were you? Ja gut, ich habe ihn gestatet, also vergiss es. Ich hätte niemanden gesaved. Ja, ist in Ordnung. Okay. Lasst uns jetzt aber noch die anderen Bonusräume spielen. Ich will mir die mal anschauen. Und die Shell, den Shell-Raum, den muss ich mich halt durchquälen. Ich will das jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Das ist jetzt halt eine Spezialfolge, ne? Things 2 in einem Part. Kann man mal machen. Ey, und es macht einfach so Spaß, die Yoshi-Physik, wieder. Also, Yoshi's Island ist so ein gutes Spiel. Oh mein Gott, das merkt mich jetzt gerade wieder erst. Also ich meine, das kann man auch noch deutlich komplizierter machen, ne? Gar keine Frage. Aber es ist so genial. Oh ja. Wie? So, und da oben ist dann schon das Ziel und die Röhre. Das war irgend so eine Höhle, ne? Ach Mensch. Irgend so eine Röhre. Irgend so eine Höhle. Genau. Aber wait, das ist einfach hier runter. Das ist, dann ist das erste Level wahrscheinlich einfach ein Parcours. Ein normaler, gewöhnlicher Parcours. Okay. Präzisionsparcours sozusagen. Da habe ich mich vorhin so ein bisschen davon abschrecken lassen, als es hieß, das ist viel schwieriger, weil ich state halt eh gerade so. Das ist dann schon machbar. Nein! Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch ohne States, aber da habe ich es schon versaut. Aber das wäre noch ohne States machbar hier. Also bisher wird das hier voll machbar. Mit ein bisschen Training könnte man das schon spielen. Muss darüber, ne? Ah, ich muss die Eier mitnehmen. Wait. Muss ich nur schießen? Ach so. Ich dachte, ich muss da durch. Und dann ist hier gar nichts für mich, oder wie? Ah, okay, I see. Oh, jetzt muss ich darüber flattern. Ne, muss ich nicht. Ich muss hier hinflattern, dann muss ich hier hinflattern, dann muss ich den mitnehmen. Dann muss ich den mitnehmen, den mitnehmen, den essen. Einmal abschießen. Gut. Yay. Und jetzt kommen die ganzen Sternis hier. Nein! Und auf Ende habe ich nochmal verkackt. So. Sehr schön. Okay, haben wir das auch.
Sehr gut. Zack, 100. Okay, jetzt muss ich hier nochmal durch. Es hilft ja nichts. Aber es war alles. Es ging ja alles ganz schnell und wir wissen jetzt ja auch, wie es geht. Aber es reizt mich jetzt einfach massiv, die alle zu sehen, die Räume. Weil sie echt cool gemacht sind. Also man muss es halt wieder sagen. Das ist schon wieder dieses Sweet Dude Level Design, was mich einfach böse packt. Wo habe ich das gerade Save Stateless gespielt? Habe ich ein State irgendwo geladen? Weiß ich gerade gar nicht, aber es war extrem kurz. Okay, so, was kommt hier? Scheiße. Also ich bekomme hier ein Ei. Man muss sich da wahrscheinlich da durch... Okay, muss ich da durchschießen. Mist. Okay, das muss ich... So vielleicht. Ja! Ja, passt, 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 passt. Nein! Bitte schwören können, es passt. Scheiße, das war dumm. Nein! Alles verfehlt. Alles verfehlt. Alles vorbei. Nein! Schon wieder. Ah. Ich sehe gerade, wait a moment. Wir haben so einen schwarzen... Wait, what? Moment. Wir haben jetzt so einen schwarzen... Ist das? Nee, das ist nicht das Ding. Nee, das ist nicht das Ding. Irgend so einen schwarzen Rand hier. Aber, nee, okay, das... Das ist vom Spiel. Okay, das ist vom Spiel. Das geht nicht weg. Passt schon. Alles gut, alles gut. Nein, ich wollte kein State setzen. Jetzt aber. Jetzt aber. Treffer versenkt. So. Sehr schön. Kriege ich den... Ah, okay, deswegen ist das Ding da, dass ich das eigentlich wieder spawnen kann. I see. Oh, das ist frech. Oh, das ist schwierig. Da daten wir mal zurück. Boah, das ist schwierig. Habe ich die Münze nicht mitgenommen. Jetzt schaffe ich es nicht rüber. Okay, die Stelle ist schwierig. Ich glaube, das ist die erste hier wirklich schwierige Stelle, die ich jetzt so in dem Raum feststellen darf. Nice! Sehr schön. Das hat funktioniert. Dann warten wir, bis der sich gedreht hat. Ich dachte, ich habe es gut getimed, aber ich habe es nicht gut getimed. Okay, nein! Oh. Okay. Aber den kann ich ja wieder mitnehmen. Genau, sehr gut. Okay, sehr schön. Ein bisschen Flatterflug. Easy. Gut. We have everything. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Prima. Schön. Hui. Zack. Einmal Note verbessert. So, jetzt haben wir noch. Welche Level müssen wir noch spielen? Das und das andere. Das eine wissen wir, das sind die Shells. Das, wo ich die 20 habe, das sind die Shells. Und das andere wissen wir noch nicht. Ich bin gespannt.
So. Was war das Level? Okay. Das geht auch jetzt wieder recht fix. Naja, jetzt hab ich das mit der Steuerung hier auch besser raus. Ja. Das war blöd, was ich da vorhin gemacht habe hier in dem Raum. So. Zack. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier treffen auf Anhieb. Nice. Ja, das ist es nämlich schon gewesen. Also den Raum haben wir auch in den States geschafft. Chillig. So, was haben wir jetzt hier? Flugzeug? Ich hätte gern den Hubschrauber. Oh nein, nicht den hohen. Den Hubschrauber hätte ich gern nochmal gehabt. Schade. Dann gibt es leider zu dem Hubschrauber keinen Raum. Dann hat er nur das Auto verwurstet. Oh, nicht der Hund. Oh, nicht der Hund. Please. Nicht da hoch. Ich glaube, das ist schlecht. Okay, wie verhindere ich das denn? Wie verhindere ich denn, dass er da hochgeht? Wahrscheinlich müssen wir durchrennen. Wahrscheinlich dürfen wir nicht anhalten oder so. Das ist. Oh, das wird stressig. Nein. Habe ich den erwischt? Nee. Jetzt. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Das wird schwierig. Okay, never mind. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ist er wieder da? Ist er wieder hier? Yes. Komm her, komm her, komm her. Wuffi. Oh, da muss ich schießen. Ich darf. Oh, da muss ich schießen wieder. Okay. Nee, du renn doch nicht unter mir durch. Nein, so. Okay, aber da ist dann das Ziel. Gut, das geht bis zum Glück sehr kurz wieder. Okay. Das war perfekt für ein State. Nein. 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 Yes. Okay, und tschüss. Weg mit dir. Das war stressig. Okay, aber ich denke, mit States werden wir dann die Shells auch noch hinkriegen. Also. Das muss doch jetzt noch drin sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt an den Shells scheitere. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt an den Shells scheitere. Wirklich nicht. Jetzt müssen wir halt nochmal zu den Shells kommen. Da, 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 da. Also klar, alles mit States, ne? Keine Frage. So. Dann gehen wir nochmal zu den Shells. No. Komm. Will ich nicht. So. Nein. Ach Mann. Wir waren doch schon hin. So. Scheiße. Nein, nicht jetzt schießen. Sehr gut. Okay, das ging irgendwie deutlich leichter als vorhin. Wann habe ich mich da irgendwie deutlich schlimmer angestellt? Also deutlich, deutlich schlimmer. Null. So. Jetzt kann ich ja schon mal den auslösen. Ich glaube, das ist dann am leichtesten. Ja, easy. Da sind wir ja schon wieder. Sehr gut. So.
Okay, jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich echt gespannt, ob ich das hinkriege. Das hat bisher für mich am schlimmsten gewirkt von allem. Aber vielleicht geht's ja auch irgendwie klar. Keine Ahnung. Ich habe halt das Timing so überhaupt nicht drin, was Yoshi's Island Shelljumps angeht. Aber da unten ist noch eine Münze gewesen. Wie komme ich da hin? Also, wie soll ich an die... What? Oh! Mal, das wusste ich auch noch nicht. Man kann die... Ja, aber die nimmt ihr halt weg. Ah, muss ich die in die... Ich muss die zweite dann da runter schicken, oder wie? War scheiße, so nicht. Ach, warte mal. Nee, da sammelt... Okay, die Shell sammelt die nicht ein. Nee. Die Shell sammelt die nicht ein. Das muss schon ich machen. Oh, wait. Die Shell sammelt die Münze nicht ein. Ich muss da runter an die Münze kommen, aber wie komme ich denn dann... Komme ich denn dann damit wieder hoch? Oh, ich glaube, oh, ich weiß wie. Ich muss die in den Mund nehmen. Ja. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Die in den Mund, die mitnehmen. Dann hier den Flatterflug und dann hier rüber. So nämlich. Okay. Das war die falsche Richtung. Die muss in die Richtung. Okay, mit States geht's. Mit States geht's. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sein, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Vor allem das Coole ist halt, dass die Shells bleiben. Also man kann auf die Shells immer wieder drauf bouncen. Wären jetzt so eine SMW-Shell, wenn die jetzt die einmal hier liegt, kann ich die nicht wieder neu anstupsen auf die Art und Weise. Das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Nein! Ah, schade. Ich hab gehofft, ich krieg so eine States hin, aber das war dann leider nicht so. Ah, nee, die Stelle wird ohne States nix. Schade. Nein, fast. Yes, und jetzt hoch. Jawohl. Und das war's. Nice. Hat mich erst ein bisschen abgeschreckt, die Shell. Aber hat funktioniert. Cool. Bonus-Level. Bonus Level. Yay! True Ending. Let's go. Erstmal Bonus. Ist das normale, oder? Okay. Dann lasst uns mal gucken, wie viel Glück wir haben. Mist. Okay. Nein! Na, immerhin eins. Na, immerhin eins mitgenommen. Gut, so, True Ending. Let's go. Escape Green Yoshi.
Using the power of the flowers, coins and stars, all the other Yoshis connect the secret passages open to escape the island. However, this won't be easy to get through. Will Yoshi be able to find his way through the passage, swim to the new island where all the Yoshis escape to? When jumping off bullet bills, make sure to be holding jump or else you will not get a jump off. Ja, das ist klar. Okay. Okay, das wird jetzt die ultimative Challenge, aber mit States. Jeez! Yes! Nein! Ah, ich muss den nochmal mitnehmen, okay. Ah, fast. Jeez! Mist! Okay, schieß. Na, ein bisschen zu bald. Jetzt, jawohl. Da haben wir jemanden. Nein, scheiße. Hab ich jetzt? Ups. Na gut. Oh, jetzt kommt der Rote. Okay. Oh, da hat's mich wieder weg. Aber ich glaube, alles, was beim Roten anders ist, ist, dass halt die Eier schneller sind, ne? Die Eier sind schneller. Oder? Ah, ist der zielsuchend? Hallo, wieso kann. Okay, jetzt klappt der Flatter wieder. Ah, okay, es ist ein so bisschen zielsuchend, aber zu spät. Ein bisschen zu spät zielsuchend für meine Begriffe hier an der Stelle. Nein, ich. Ah, ich habe wieder verpasst, den Dings zu aktivieren. Scheiße. Nein. Nein. Manu. Jetzt. Jawohl, nein. Kriegen wir jetzt endlich die Treppe? Jawohl. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich hier rein, oder was? Super. Super. Ich schaff den Sprung nicht. So. Okay, jetzt kommt das Swim-Element. Ich flatter mal lieber drüber. Achso, da passiert nichts. Okay. Ach, das war's. Okay, cool. Schön, schön, schön. Wir haben alle gerettet. Prima. Ey, das war ein cooler, kurzer Hack, den ich gar nicht spielen wollte, aber hey. Ja gut, das ist jetzt das normale Ending, ne? Okay, ich denke, das können wir überspringen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.